Willkommen zu einer neuen Lifestyle-Sendung. Ich bin jetzt hier am Badehaus am RAW-Gelände, denn hier findet momentan der Soundcheck statt von der Gruppe Jona. Mit ihrem Ohrwurm All We Are wurden Jona vor 2,5 Jahren über Nacht einem Millionenpublikum bekannt. Der Track entwickelte sich in buchstäblicher Schallgeschwindigkeit zum Titelsong einer der erfolgreichsten TV-Kampagnen eines großen Telefonanbieters. Mittlerweile konnten Angelo und Christian mehr als 14,5 Millionen Plays auf Spotify und über 2 Millionen YouTube-Views generieren. Auch live hat sich das Duo während seiner beiden gefeierten Headliner-Touren durch die gesamte Republik in 2015 und 2016 einen hervorragenden Namen erspielt. Mehr als 2 Jahre Zeit haben sich Jona genommen, um an ihrem ersten Album Wicked Fever zu arbeiten, mit dem die Berliner nun nahtlos an den Sound von All We Are anschließen. Jetzt stehen Sie hier neben mir, die Jonas. Im Badehaus habt ihr heute eure neueste CD-Vorstellung, Wicked Fever. Hallo! Hi, ne? Wie geht's euch denn? Super, ja. Also ihr habt jetzt 2 Jahre gebraucht, um ein neues Album rauszukommen. Bevor wir darüber sprechen, möchte ich wissen, vor 2 Jahren kamt ihr raus mit All We Are. Es wurde ein Welterfolg. Wie hat sich das angefühlt für euch? Welterfolg. Nee, es war halt super. Also es ist sehr, sehr schnell gegangen halt auch. Durchs Fernsehen auch, weil das so als Massenmedium halt wirklich krass ist, den Song verbreitet hat. Aber für eine Band gibt es, glaube ich, nichts Besseres. Also es ist der Traum jeder Band, dass man mit einem Song auf einmal über Nacht bekannt wird. Und das war in dem Fall so. Ja, und wann kam dieser Telefonanbieter zu euch? Kam er zu euch oder wie kam das zustande? Also es ist eine glückliche Fügung gewesen. Wir waren auf der Berlin Music Week und haben bei einem Listening mitgemacht. Und das war halt von dem Telefonanbieter. Und ein paar Wochen später kam der Anruf, dass wir die Band sind, die sie halt ausgesucht haben. Da waren wir sehr glücklich. Ja, das ist ganz toll. Und ihr kennt euch seit Kindergartenzeit? Ja, genau. Wir kennen uns schon mega, mega lange. Und, das war aber nicht in Berlin, ne? Nee, das war nicht in Berlin. Wir kommen ja aus Brake im Norden und daher kennen wir uns. Und jetzt wohnt ihr beide in Berlin? Ja. Genau, ja. Ja, und jetzt habt ihr 2 Jahre gebraucht. Weshalb? Erstmal dauert es relativ lange, ein Album zu schreiben, aber es war in dem Fall war es wirklich so, All We Are ist der erste Song von unserem Album gewesen und wir haben eigentlich die ganze Zeit geschrieben und auch aufgenommen, aber wir sind beide Leute, die wirklich sehr am Sound rumfeilen und wir haben so vieles an so vielen Songs gearbeitet, dass es halt ein bisschen länger gedauert hat, aber wir finden, es hat sich gelohnt. Also für uns hat es sich auf jeden Fall gelohnt, weil es musste sich für uns halt richtig anfühlen. Song heißt so auf dem Album und wir hatten so das Gefühl, wir haben immer wieder gesprochen, was der Albumtitel sein kann und das ist ja immer ein ganz schwieriges Thema und wir hatten halt beide das Gefühl, dass es eigentlich die Zeit am besten widerspiegelt hat. So. Also so ein bisschen, es gab immer wieder auch so Writing Sessions, wo wir bis spät nachts halt schon fast unterbewusst irgendwie weitergeschrieben haben, gearbeitet haben und es war schon fast fiebermäßig und Wicked für uns halt auch. Also so eher im Positiven, also nicht das böse Fieber oder so, sondern wirklich eher so ein euphorisches Fieber, mit dem man halt irgendwie so unterschwellig halt einfach so euphorisch arbeiten kann halt so. Und, ja.
Jetzt ist mir das Video aufgefallen mit dem Skateboarder Girl. Seid ihr auch Skaters? Wir sind eher die Surfer, nicht so die Skater, aber ja, also wir ein bisschen, wir haben in Oldenburg, zu Oldenburg-Zeit ein bisschen geskatet, aber ja, das ist nicht ganz unser Ding. So, ne? Nee. Genau. Ja. Wo entstand dieses Video? Das war in Hongkong, genau, entstand um die Weihnachtstage rum, im letzten Jahr mit einem phänomenal guten Team, was so motiviert war, dass es bereit war, halt am 24. loszufliegen dahin. Mhm. Nachmittags, genau, wir haben auch habt ihr euch nicht nur viel Mühe mit den Songs und mit den Schreiben und mit allem gegeben, auch mit dem Albumcover, das war ja auch ein australischer Künstler, erzähl mal. Genau. Ja, also uns ist es halt total wichtig, neben der Musik natürlich auch, wie das Artwork halt ist. Also wir selber finden es bei anderen Bands auch voll cool, wenn man da halt auch sehen kann, dass da sehr viel Liebe im Detail steckt. Und das war auch ein bisschen durch Zufall. Wir haben halt vor gut 2 Jahren einen Künstler gefunden. Das war über Facebook halt irgendwie. Und die Bilder haben uns total gut gefallen. Und dann hatten wir es immer im Hinterkopf, dass wir mit ihm gerne zusammenarbeiten wollen. Und dann, als es zum Album jetzt dann kam und zum Layout kam, haben wir ihn dann kontaktiert, was nicht ganz so einfach war, weil man hat ja diese Zeitverschiebung. Und aber er hatte sofort Lust. Also wir haben ihm die Songs vorgespielt und er fand es halt großartig. Und er fand das ganze, die ganze Idee super, das zu Malerei und Musik miteinander zu verbinden. Und wir finden, es bringt eigentlich diesen Sound auf der Platte auch nochmal visuell super rüber. Und dann euer Name ist mit Kalligrafie, das ist auch noch ein Künstler. Genau, das ist ja, genau, das ist der Matt gewesen, auch ein Australier. Das ist eher auch zufällig, halt so, dass es ein Australier ist. Den haben wir auch in dem Fall bei Instagram gefunden, weil wir seine Sachen halt total gut fanden und hatten ihn dann halt gefragt, ob er unsere ganzen Songs halt nochmal in einer eigenen Kalligrafie halt schreibt. So, ja, wir sind da halt wahrscheinlich so ein bisschen perfektionistisch veranlagt, dass es dann das Gesamtbild auch einfach stimmen muss. Und für uns war es halt aber cool im Nachhinein. Also wir haben halt echt gesagt, geil, also es hat halt alles gepasst. So, und sind total zufrieden gerade. Ja, das passt alles. So wie das erste passt jetzt auch das zweite und ihr geht jetzt auf Tour damit. Seid ihr nochmal in Berlin? Also heute ja, in ja. Berlin, genau. Wahrscheinlich, wenn es ausgestrahlt wird, sind wir schon wieder weg. Aber wir werden bestimmt nochmal in Berlin spielen. Aber jetzt erstmal auf große Tour, haben jetzt durch ganz Deutschland dann gespielt. Ja. Und morgen ist unser Tourabschluss dann in Hamburg und wir freuen uns tierisch drauf. Also es war eine super Tour, hat mega viel Spaß gemacht, weil das ist ja immer, wenn man zu Hause an den Songs arbeitet und dann im Studio, das ist so eine lange Zeit und dann kannst du endlich rausgehen und es den Leuten präsentieren und das war mega geile Tour. Okay, super. Ich habe noch 2 CDs zu verlosen. Einfach an gewinnspiel@tvb.de schreiben und vielleicht seid ihr einer der Lucky Ones. Wicked Fever, yes. Ich bedanke mich und alles, alles Gute. Ne? Danke. Dieser süße Keks seinen eigenen Store. Hier in der Rosenthaler Straße gibt es den neuesten Pop-Up-Store von Oreo. Von Freitag, den 29. September bis Dienstag, den 3. Oktober gibt es in der Rosenthaler Straße 72E nun den deutschlandweit ersten und einzigen Oreo-Store. Bis weit unter die Decke sind die verschiedensten Sorten der Kekse gefüllt. Der Pop-Up-Store und die Sampling-Tour sind Teil der aktuellen Kampagne namens Wundervoll. Diese originelle Opening-Party des Oreo Pop-Up-Stores wollten sich natürlich viele nicht entgehen lassen. Wie genießen Sie denn Ihren Oreo-Cookie? Oh, ehrlich gesagt überall. Die sind praktisch, die kann man immer mitnehmen. Zu Hause schmecken sie genauso gut.
am liebsten eigentlich mit einem Glas kalter Milch. Also da bin ich irgendwie so schon von frühester Kindheit, gehört irgendwie für mich zu Keksen immer ein Glas Milch dazu. Also ich glaube, da bin ich deshalb auch so ein bisschen der Klassiker und stehe immer noch auf die Originalen. Die gibt es ja hier gibt es drei verschiedene Sorten. Ja. Genau, drei verschiedene. Einmal die Crispy and Thin, die sind so ganz hauchdünn und auch noch relativ neu. Die Originals, ja, die gibt es, glaube ich, schon so lange ich denken kann. Und die Double mit extra viel Creme. Und ganz toll, so einen Laden hier zu haben. Ne? So schön bunt, man kann sich wie ein Kind fühlen. Dieser Pop-Up-Store ist so ein Gesamtkunstwerk. Also es ist alles total liebevoll gemacht worden. Also irgendwie entdecke ich hier immer wieder so eine Ecke. Wie magst du denn ein Oreo-Cookie? Hast du auch schon mal versucht, die beiden schwarzen Fleckchen zu trennen und dann nur das Weiße abzuschlürfen? Ja, ich habe schon alles damit versucht. Aufgemacht oder in Milch reingetunkt. In Berlin-Mitte genügt ein kleiner Oreo-Twist, um die Welt fantasievoller, ideenreicher und bunter zu machen. Frau Hummels, wie genießen Sie denn Ihr Oreo-Cookie? Ich bin Ihr Ambassador für Oreo Original. Und ich mag generell eigentlich immer das Original am liebsten. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich den Original vertreten darf. Und ich genieße es natürlich sehr. Ich war, als ich 16 war, ein Jahr lang in den USA. Und da habe ich Oreo das erste Mal kennengelernt. Und seitdem will ich es auch nicht mehr missen. Und ich bin so froh, dass Deutschland endlich den Durchbruch gemacht hat mit Oreo und dass es hier halt auch überall in jedem Supermarkt eigentlich Oreos zu kaufen gibt. Jeder isst es ja anders. Manche machen den Deckel ab und lecken nur an das Weiße. Wie macht eine Frau Hummel? Keks rein, nächstes Keks rein und nächstes Keks rein. So ganz, ganz oldschool. Nix wie hin in diesen Laden voller Oreo-Köstlichkeiten. Bevor es jetzt in die Pause geht, genieße ich das Bad in den Oreo Cookies World. Es geht gleich weiter nach der Pause.